eigentlich Digitalisierung und was hat Digitalisierung mit Bildung zu tun? Zunächst einmal ist Digitalisierung ein Begriff aus der Informatik. Und Digitalisierung bedeutet, dass analoge Signale in digitale Signale übertragen werden. Das heißt also zum Beispiel, das analoge Signal von dieser Schallplatte auf eine CD oder auf diesen USB-Stick. Das wäre Digitalisierung. Das heißt also, man muss sich das so vorstellen, dass hier diese Rillen so geformt sind, dass wenn ich mit einem Schallplattenabnehmer, also mit einem mit einer kleinen Nadel, diese Rillen hier abfahre, diese Nadel innerhalb einer Spule, diese Spule so zum Schwingen bringt, dass sie kleine elektrische Signale erzeugt, die man dann, wenn man sie entsprechend verstärkt, dann hören kann. So funktioniert das analoge Prinzip einer Schallplatte. Und die Aufnahme funktionierte genau andersrum. Das heißt also, man hat mit diesen elektrischen Signalen die Nadel zum Schwingen gebracht und diese hat entsprechend diese Rillen hier in dieser Platte hergestellt. Das passiert natürlich nicht mit jeder Platte einzeln, sondern man hat dann Verfahren gefunden, mit dem man diese Schallplatten dann entsprechend vervielfältigen konnte. Aber so vom Prinzip, also um nachzuvollziehen, wie das funktioniert, das sind Schallwellen, die ursprünglich, zum Beispiel jetzt wie meine Stimme, die ursprünglich ein Mikrofon zum Schwingen gebracht haben, dann ein Membran in diesem Mikrofon, innerhalb dieses Mikrofons wieder eine Spule. Dadurch erzeugten sich elektrische Signale. Man kann sich das etwa so vorstellen, ja, und die dann entsprechend hier im gleichen Verfahren auch wieder über eine Spule, über eine Nadel hier übertragen wurden. Und der Umkehrschluss ist dann, wenn ich das wieder abspielen will, die Nadel fährt durch die Rillen, fängt wieder das Schwingen an, also wieder diesen hier. Ich verstärke das und ich kann entsprechend hören, was auf dieser Schallplatte ist. Das ist jetzt ganz verkürzt gesagt ein analoges Signal. Wenn ich das entsprechend übertrage, dann bilde ich diese Linie im Analogen, bilde ich entsprechend durch ein binäres Signal ab. Denn ein digitales Signal kennt tatsächlich nur zwei Schaltzustände, nämlich an und aus, 1 und 0. Also Spannung liegt an oder Spannung liegt nicht an. Und aus diesen beiden Informationen, 1 und 0, wird mehr oder weniger alles zusammengesetzt, was wir heute kennen und irgendwie medial speichern und medial verarbeiten. Also jeglicher Ton, jegliches Video, auch dieses hier zum Beispiel, jegliches Lied, das sich auf irgendwelchen Schallplatten befindet und so weiter, Daten, Texte und so weiter und so weiter, was man sich eben vorstellen kann und was man speichern kann. Und das Interessante dabei ist, gerade jetzt bei der Digitalisierung auch, dass man das in einem einheitlichen Format macht. Denn nämlich diese Einsen und Nullen können entsprechend dann auf immer wieder gleichen Geräten abgespeichert werden. Und das ermöglicht etwas, was Kommunikations- und Medienwissenschaftler als Konvergenz bezeichnen. Und das erklärt auch, warum wir mit unseren Smartphones, unseren Tablets unterschiedliche Medienfunktionen nutzen können, obwohl wir früher dafür ganz unterschiedliche Mediengeräte brauchten. Also zum Beispiel zum Abspielen einer Schallplatte, natürlich ein Schallplattenspieler, zum Abspielen eines Tonbands, ein Tonbandgerät, zum Aufnehmen von Fotos, eine Kamera oder eine Videokamera, eine Filmkamera für Filme und entsprechend dann auch die danach stehende Entwicklung. Und heute das tatsächlich alles in einem Gerät kommen und das hat was eben mit der gemeinsamen Speicherbarkeit zu tun, dieser universellen Speicherbarkeit durch Einsen und Nullen. Okay, das ist Digitalisierung. Aber nun fragt man sich, was hat das Ganze jetzt mit Bildung zu tun? Oder wenn von digitaler Welt oder digitalen Gesellschaften die Rede ist, dann fragt man sich natürlich, wie
gehört das, also das Übertragen analoger Signale in digitale Signale, wie lässt sich das entsprechend übertragen auf solche komplexe Dinge wie Gesellschaften oder das Bildungssystem oder auch Schule? Das heißt also, was bedeutet das, wenn man von digitaler Bildung spricht oder digitaler Schule oder einer digitalen Welt? Und in meinen Augen ist das, ja, das sind, es sind Hashtags, die man verwendet, um zu beschreiben, dass hier etwas anders ist. Jemand, der beispielsweise das als Digitalität bezeichnet, ist der Felix Stalder, der dieses Buch hier geschrieben hat, Kultur der Digitalität. Und er sagt, es hat Auswirkungen auf uns in dem Moment, in dem wir Geräte und Plattformen nutzen, die sich Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit, das sind so die drei Prinzipien, die er entsprechend benennt, aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere, entsprechend die andere Autorinnen und Autoren in Bezug auf Digitalität auch nennen und die signalisieren sollen, dass sich dadurch, dass wir Medien nutzen, die eine digitale Basis verfügen, dass dies tatsächlich unsere Gesellschaften, unser Miteinander verändert. Das heißt also, da steckt ein interessantes Indiz, warum Digitalisierung, Digitalität etwas zu tun haben sollte mit Bildungsfragen, mit Sozialisation. Nur die Frage ist, ist Digitalisierung der richtige Begriff? Denn wenn wir daran denken, dann ist doch der Schritt irgendwie von Digitalisierung eines analogen Signals in etwas Digitales und der Übertrag in Bildungskontexte oder auch in gesellschaftliche Kontexte irgendwie schwer nachvollziehbar. Und außerdem wäre es auch so, dass wenn wir den Begriff der Digitalisierung benutzen, das immer etwas ist, weil es ein informatischer Begriff ist, der immer darauf hindeutet, dass das eigentlich eine Frage für Informatikerinnen, für Informatiker, für Ingenieurinnen und für Ingenieure ist. Und natürlich ist es so, dass wenn wir uns mit digitalen Medien beschäftigen, das natürlich auch eine Frage für Informatikerinnen und Informatiker und für Ingenieure, Technikerinnen, Techniker und so weiter ist, aber eben nicht nur. Weswegen ich zum Beispiel den Begriff des digitalen Wandels sehr attraktiv finde, sehr sinnvoll finde, denn der beschreibt, dass da etwas ist, das unser Leben gerade verändert, das unsere Welt verändert und in dem Moment natürlich auch unser Bildungssystem. Aber er verweist nicht nur, wie der Begriff Digitalisierung, auf eine bestimmte Gruppe, die sich entsprechend dadurch angesprochen fühlt, nämlich die der Informatikerinnen, Informatiker oder auch der Technikerinnen, Techniker, sondern der digitale Wandel sagt, dass das eine Aufgabe für uns alle ist, diese Welt zu gestalten, die sich entsprechend ändert und die interessante Möglichkeiten bietet, wenn man zum Beispiel sich nochmal hier die Kultur der Digitalität anschaut. Also was bedeutet es beispielsweise, dass digitale Medien in höherem Maße uns ermöglichen, uns nicht mehr nur räumlich zu vernetzen, sondern themen- und interessenbezogen. Also was Stalder zum Beispiel mit dem Aspekt der Gemeinschaftlichkeit meint. Da steckt unglaubliches Potenzial drin. Gleichzeitig aber eben auch wird deutlich, dass diese Veränderung, diese gesellschaftliche Veränderung, diese kulturelle Veränderung etwas ist, was wir gestalten müssen. Und wir heißt wir alle. Und deswegen finde ich den Begriff des digitalen Wandels viel passender als den Begriff der Digitalisierung.